Willkommen zurück. Es ist Zeit für die Schnittlauchsamenernte. Ja, ihr Lieben, und diese kleinen schwarzen Teilchen sind essbar. Gut, der Käfer hier in der Mitte nicht, also ab zurück ins Beet. Schnittlauchblüten, wie auch die Samen, enthalten wertvolle Vitamine, Mineralien, ätherische Öle, Schwefelverbindungen und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, welche den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, den Magen-Darm-Trakt positiv beeinflussen können, sowie bei Gicht, Arteriosklerose und Erkältungsbeschwerden unterstützen können. Aber Achtung! Wer eine Allergie auf Lauchgewächse hat oder unter einer Histaminintoleranz leidet, sollte vorsichtig sein, sowie Menschen, welche blutverdünnende Medikamente nehmen müssen. Ihr könnt diese Samen einfach so über eure Speisen geben. Richtig lecker, ihr Lieben. Einfach mal ausprobieren. Habt einen zauberhaften Tag. Bis später. Bye, bye.